Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Spezialvideo. Das letzte Spezialvideo ist genau 14 Tage her. Dabei ging es um den Zeitverlust in der Boxengasse bei einem Undercut. Ist auch nochmal hier oben rechts für euch verlinkt oder unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Interesse habt, guckt euch das mal an. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. 50 Verbesserungsvorschläge für die zukünftigen F1 Games von Codemasters. Ja. Also ich habe die letzten paar Wochen wirklich intensiv drüber nachgedacht, was ich in den Games alles so drin hätte oder beziehungsweise verbessert haben möchte. Und da ist halt dieses Video entstanden. Ja, das ist halt ein bisschen länger geworden, als ihr es halt so normalerweise von mir gewohnt seid, aber hey, wie dem auch sei. Ich habe für euch alles Mögliche in die Videobeschreibung bezüglich der Timestamps gepackt. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit, also let's go. Vorschlag Nummer 1. Mehr lasergescannte Strecken. Ja, ich weiß, was ihr jetzt sagt. Wir haben nur eine einzige, wenn ich das Ganze richtig gelesen habe, und das ist nämlich Zandvoort mit dem LiDAR-Datenverfahren. Dazu gibt es auch ein Video, das habe ich euch unten mal in die Videobeschreibung gepackt, ist ganz interessant geworden. Man muss dazu sagen, klar, solche Hardcore-Simulationen wie zum Beispiel iRacing oder auch Assetto Corsa oder sowas, ne, die haben natürlich nur lasergescannte Strecken und sowas, aber ich möchte mal einen YouTube-Kanal mal positiv hervorheben und das ist der von Marcel Fischer. Das ist nämlich jemand, der die Real-Life Formel 1 über F1 TV mit F1 21 und auch zum Beispiel iRacing und Assetto Corsa vergleicht. Ich habe euch mal ein Video und den Kanal mal unten in die Videobeschreibung gepackt, wo er zum Beispiel mal Kanada vergleicht. Und das ist sehr interessant. Also wirklich, Marcel, falls du das sehen solltest, Shoutout geht raus an der Stelle, machst einen wirklich sehr, sehr guten Job. Natürlich verlange ich jetzt nicht, dass Codemasters in den nächsten 2-3 Jahren jetzt hier alle 23, 24 oder 25 Strecken, je nachdem wie viele es werden wird, alles laser gescannt wird und so. Das ist mir durchaus bewusst. Es kostet Zeit, es kostet halt auch sehr viel Geld und sowas und Big C ist ja auch noch, ne? Also ich sag mal so, wenn sie pro Jahr 2, 3, 4, 5 hinzufügen und sowas und das über einen Zeitraum der nächsten 3, 4, 5 Jahre, ja, ich meine, warum nicht? Hauptsache, sie machen es dann und dann haben wir auf jeden Fall schon mal alle was davon. Vorschlag Nummer 2, ein optionales Verwarnsystem mit Strichen links vor der Platzierung, nur Track Limits. Der eine oder andere wird sich jetzt bestimmt fragen, hä Mike, wieso das denn? Ich erklär's mal. Wir haben ja seit F1 2020 die Gelegenheit, unser HOD so anzupassen, wie wir es haben möchten. Größer, kleiner, links, rechts, vorne, hinten, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch gar nicht mal so verkehrt, so ein Verwarnsystem einzubauen. Und zwar stelle ich mir das so vor, ein kleiner grauer Kasten, sobald du die erste Verwarnung bekommen hast, mit einem weißen Strich für die erste Verwarnung. Dann der zweite Strich für die zweite Verwarnung und der dritte Strich, dann kommt ja auch die Zeitstrafe hinzu und das ganze Ding resettet sich, bis man eine erneute Verwarnung bekommt. Also ich finde, das ergibt durchaus Sinn, wenn man mal bedenkt, dass man das auch ein- bzw. ausschalten könnte, wenn das Ganze zum Beispiel irgendwie ein bisschen störend ist oder so. Ich meine, warum denn einfach nicht? Und zwar kann man das Ganze ja mittlerweile wie im Real Life sehen. Bestes Beispiel Yuki Tsunoda beim Emilia-Romagna Grand Prix in Imola diesen Jahres. Er ist ja in dieser Linkskurve dreimal schon Vollgas rübergefahren und hat da die Track Limits missachtet. Und der Teamchef hat ihm gesagt, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, dass er nämlich die Track Limits jetzt schon dreimal missachtet hat und beim vierten Mal gibt es eine 5-Sekunden-Strafe. Und die hat er dann auch bekommen und ich glaube sogar, dass es durch den Worldfeed geht. Und wer guckt sich den Worldfeed an? Richtig, die Teamchefs, also wissen quasi alle möglichen Bescheid. Und daher hatte ich die Idee mit diesem Verwarnsystem. Könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Vorschlag Nummer 3, Sektorentabelle in Zeitfahren. Was wir zum Beispiel in der Qualifikation unter Rennleitung nachgucken könnten, ist etwas, was mir im Zeitfahren fehlt. Ich meine, mir ist durchaus bewusst, dass meine Kumpels im Zeitfahren schneller sind als ich, aber ich möchte ganz ehrlich mal wissen, in welchen Sektoren sind sie denn schneller? Ich meine, ich möchte zum Beispiel wissen, was fährt LK in Sektor 1? Was fährt Hunzel in Sektor 2? Was fährt Alex in Sektor 3? Nur solche Beispiele jetzt mal. Ich meine, wie weit bin ich davon denn entfernt? Also, Codemasters, könnt ihr sowas einbauen? Das wäre echt super. Vorschlag Nummer 4. Intermediates im Zeitfahren. Bleiben wir mal im Zeitfahren-Modus. Wir haben ja die Slicks bei Trockenwetter, soweit so gut. Wir haben die Fullwets bei Starkregen, soweit so gut. Haben wir Intermediates bei Leichtregenbedingungen? Nö. Und das ist etwas, liebes Codemasters-Team, das könntet ihr wirklich mal einbauen. Und ich sage euch auch warum. In diesem Game, ob ihr es mir glaubt oder nicht, habe ich schon so viele Qualifikationen bei Intermediate-Bedingungen gehabt. Erst vor kurzem hatte ich den Großbritannien Grand Prix, ja, und wieder mal Intermediate-Bedingungen auf der Insel.
Wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das in den zukünftigen Games dann halt so drin hätten. Vorschlag Nummer 5. Track Limits wie im Real Life anpassen. Und zwar habe ich mir das wie folgt überlegt. Vor jedem Grand Prix gibt die FIA ein Dokument, glaube ich, nennt sich das Race Director oder sowas oder Racing Notes oder irgendwie sowas raus. Hier nochmal als Dokument. Und da wird immer angezeigt, welche Streckenabschnitte bzw. welche Kurven überwacht werden. Und genau das habe ich mir gedacht. Zum Beispiel bei dem Grand Prix, der jetzt hier eingeblendet wird. Da sieht man, diese Kurven werden überwacht. Also könnte man das Ganze doch auch so machen, dass genau diese Kurven bei dem Grand Prix, der jetzt hier abgebildet wird, im nächsten Game überwacht wird. Oder es gibt noch eine andere Strategie. Wir können ja auch einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad einbauen. Wir haben regulär, das ist ein bisschen zu schwach. Wir haben streng, meiner Meinung nach ein bisschen zu hart. Wie wäre es, wenn wir einen gesunden Mittelweg finden? Das Ganze nennen wir dann normal oder was weiß ich, wie man das nennt. Was meint ihr? Sind die Track Limits in streng zu streng? Sind sie in regulär zu weich? Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Vorschlag Nummer 6. Neues Track Limits Strafensystem. Also normalerweise ist ja so, Codemasters hat ja seine eigene Theorie. Verwarnung 1, Verwarnung 2, Verwarnung 3 und dann kommt eine Zeitstrafe von 2 respektive 3 Sekunden. Warum haben sie diese Methode genommen? Warum nehmen sie nicht die reale Methode, die sie auch im Real Life haben? Wie ich eben schon wie bei Yuki Tsunoda in Imola sagte. Verwarnung 1, Verwarnung 2, Verwarnung 3, Verwarnung 4, zack, 5 Sekunden Zeitstrafe. Wieso ist das Ganze bitteschön nicht so? So wäre es doch viel geiler. Ja, ich meine, ja klar, man hat eine höhere Strafe, aber man hat auch eine Verwarnung mehr, wie dem auch sei. Hoffentlich wird das irgendwie umgesetzt, weil diese Strafen, die sind schon wirklich ziemlich hart. Vorschlag Nummer 7, Strafensystem bei Crashes erheblich überarbeiten. Ich gebe euch da mal ein Beispiel. Vordermann, Hintermann, leichte Kollision. Was sagt Codemasters? Schwere Kollision. Ja, yeah. Okay. Safety Car Phase, Vorausfahrender wird leicht hinten raufgefahren, auch nur so. Und was ist? Richtig, beide bekommen eine 5 Sekunden Zeitstrafe. Warum beide? Dass der Hintermann eine 5 Sekunden Strafe bekommt, okay, darüber lässt sich streiten. Aber der Vordermann, das Opfer, bekommt eine 5 Sekunden Strafe? Warum, Codemasters? Explain it. Ich verstehe es nämlich nicht. Vorschlag Nummer 8, neues Crash-Modell. Ich habe mir da wie folgt was überlegt. Nehmen wir mal an, du bist in einem Zweikampf und zwar du liegst vorne, als Beispiel. Der Hinterherfahrende ist mit seinem linken Vorderrad quasi an deinem Unterboden dran, berührt ihn minimal und da fliegen kleine Teile durch die Gegend. Ein bisschen mehr Realismus wäre auch nicht schlecht. Ansonsten ist es halt so, dass nur halt diese großen Teile durch die Gegend fliegen. Vielleicht können wir sie statt so irgendwie so hinbekommen. Das wäre ja schon mal was. Oder vielleicht sogar noch kleiner. Wer weiß? Vorschlag Nummer 9. Interview vor der Podiumszeremonie im Parc Fermé plus passendes Wetter. Ich habe mir das wie folgt vorgestellt. Die Fahrer kommen halt ins Parc Fermé, die ersten drei, jubeln ein bisschen und dann geht es zum Interview. Auch wenn es nur 2 Fragen sind, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Aber das Interessante ist, ist euch mal aufgefallen, dass Claire euch immer nur bei Trockenwetter interviewt? Zumindest war es bei mir der Fall. Kann ja auch mal sein, dass es irgendwie bei euch was anderes war. Aber wenn ich zum Beispiel ein Trockenrennen habe mit einem Full Wet sozusagen als Ende, dann möchte ich ehrlich gesagt auch, dass das Full Wet auch bei dem Interview eine Rolle spielt. Weil es kann ja nicht schon wieder sein, du kommst quasi aus dem Auto raus, es regnet und auf einmal scheint wieder die Sonne. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Vorschlag Nummer 10, Podien und Pokale. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Du kommst auf das Podium, jubelst ein bisschen, derjenige drückt dir den Pokal in der Hand, Handshake als Erstplatzierter. Ja, das war's. Und dann geht es zur Sektdusche, beziehungsweise zur Champagnerdusche oder Schaumweindusche. Warum bekommt der Teamvertreter kein Pokal und ein Handshake? Warum bekommt der Zweitplatzierte kein Pokal oder Handshake? Warum bekommt der Drittplatzierte kein Pokal oder Handshake? Ich weiß es nicht. Vorschlag Nummer 11, Nationalhymnen einbauen. Gut, der eine oder andere wird mir sagen, ja Mike, aber das ist mit Rechten gekoppelt. Gut, das kann zwar sein, dennoch wäre es echt schön, dass wir halt die Nationalhymne noch mit einbauen könnten, weil es gehört quasi dazu, ich weiß. Kann man da in Zukunft was machen? Ich meine, Rechte noch mit einbauen, dass man die Nationalhymnen von quasi jedem einzelnen Land hat? Ist da was machbar? Vorschlag Nummer 12, Nationalflaggen auf dem Podium. Ja, neben den Pokalen, den Nationalhymnen, fehlen auch die Flaggen. Dabei stelle ich mir aber ehrlich gesagt folgende Frage. Wieso werden die wiederum bei einem Endergebnis angezeigt, aber wiederum nicht auf dem Podium? Vorschlag Nummer 13, Graining bzw. Blistering. Dass die Reifen nach und nach sich abnutzen und nicht mehr so glänzen, wenn du aus der Boxengasse rausfährst, das ist jedem natürlich bewusst.
aber ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass die Reifen sich aufrauen, auch Graining genannt, oder dass sie Blasen werfen, Blistering genannt. Das gehört nämlich auch dazu. Vorschlag Nummer 14, Claire sollte überarbeitet werden. Ich gebe euch mal zwei Beispiele, wie lost einfach Claire unterwegs ist, also das glaubt ihr nicht. Ich komme nach dem ersten freien Training zum Interview und sie sagt, wow, sie sind heute ein tolles Rennen gefahren. Claire, das war das Training, aber danke. Und dann hat mein Teamkollege das Rennen gewonnen. Mann, für ihren Teamkollegen lief es heute ja richtig gut. Dann sage ich, ja, ich freue mich auch für ihn. Die nächste Frage, Mann, für ihren Teamkollegen lief es heute gar nicht gut. Vorschlag Nummer 15, im Kiesbett sollte man stecken bleiben. Das gilt aber nicht für hohe Geschwindigkeiten, wenn du zum Beispiel beim Italien Grand Prix in Ascari die Kurve verpasst und dann gefühlt mit 250 Sachen über den Kies hämmerst. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine eher, wenn du jetzt zum Beispiel ganz langsam über den Kies fährst, so 20, 30 km/h, dass du dann stecken bleibst oder zumindest ganz schwer wieder rauskommst. Wie im Real Life, du gräbst dich quasi ein, es geht nicht weiter. Das wäre doch mal geil, denn Fahrfehler müssen bestraft werden. Vorschlag Nummer 16, Hacker müssen verbannt werden. Also, wir kennen es ja alle von anderen YouTubern. Manche Leute da draußen fahren einfach unter aller Sau und versauen uns den Spielspaß und ja, was soll ich da noch groß zu sagen? Die Leute schießen uns absichtlich ab und man ist halt natürlich hart gefrustet, gar keine Frage. Ich finde, man sollte da sehr, sehr hart gegen vorgehen, damit die endlich mal mit dieser ganzen Scheiße da aufhören. Ich meine, ihr wurdet wahrscheinlich auch schon diverse Male von Hackern im Online-Modus abgefuckt, oder? Ich denke mal, viele von euch werden die Frage ja auch jetzt mit Ja beantworten. Vorschlag Nummer 17, Teamlogo und eventuell Fahrer vor dem Namenskürzel. Bestes Beispiel ist in der Qualifikation im Real Life. Wenn zum Beispiel jemand auf den heißen Stuhl sitzt, zum Beispiel auf Platz 15 in Q1 oder Platz 10 in Q2, da gibt es ja auch diese kleine Einblendung. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, dass sowas eingebaut wird. Das wäre ziemlich cool. Vorschlag Nummer 18. Gelbe Flaggen bedeuten Geschwindigkeit verringern. Und was macht die Formel 1 Community? Richtig, sie hämmert mit Vollgeschwindigkeit dadurch. Also gelbe Flaggen heißt Geschwindigkeit verringern. Und zwar signifikant und nicht gefühlt Vollgas und dann Attacke. Nein. Das müsste eigentlich auch noch mit eingebaut werden. Vorschlag Nummer 19. Zwei Boxenstops in einer Runde pro Team. Auch Double Stack genannt. Was Mercedes in China konnte, funktioniert in F1 auch, nur wesentlich langsamer. Und das hat Marcel Fischer, den ich eben schon erwähnt habe, auch in einem Video mal festgehalten. Denn er hat nämlich gezeigt, dass der Hinterherfahrende 4 Sekunden oder sogar noch mehr warten muss. Guck mal, das muss besser werden. Ich meine, sowas kann Rennen entscheiden, sowas kann Meisterschaften entscheiden. Vorschlag Nummer 20, Garagenreihenfolge nach KWM-Stand. Natürlich ist das mit der Karriere verknüpft, dass der Sieger bzw. dass der Gewinner von der KWM aus Season 1 ganz vorne ist, das ist jedem bewusst. Aber dann sollte man auch natürlich hin und her wechseln, gerade wegen dem Ergebnis der KWM aus Season 1. Vorschlag Nummer 21, eine neue Engine. Diese Engine, die wir in F1 21 haben, ist mittlerweile jetzt schon seit 7 Jahren, seit 2015. Und hey, der Motorsoundbug, der so tief im System drin hängt, feiert mit F1 21 übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, sein 5-jähriges Jubiläum. Seit 2017 ist das Ding da drinne und macht uns alle wahnsinnig. Vorschlag Nummer 22, optisches Flügelsetup. Ich habe hier mal einen kleinen Vergleich für euch. Und zwar stand ich im Alpha Tauri beim Italien Grand Prix an der Startlinie, habe nach hinten geguckt und wie man sehen kann, Flügel 1-1 auf der linken Seite, Flügel 11-11 auf der anderen Seite. Was fällt euch auf? Richtig, der Flügel ist optisch gesehen genau der gleiche. Das sollte auf jeden Fall angepasst werden. Vorschlag Nummer 23, Testfahrten vor Karrierebeginn. Auch wenn sie eher kurz ausfallen und eher so eine Art Fahrschule sind und sowas, warum eigentlich nicht? Ich meine, man startet die Karriere und geht direkt ins Wochenende. Im Real Life ist es doch auch so, du startest mit Testfahrten. Warum machen wir das nicht? Vorschlag Nummer 24, Oldschool Tracks. Ja, ich denke mal, der ein oder andere wird jetzt sagen, oh ja, Mike, auf jeden Fall. Ja, was wäre zum Beispiel in F1 22 oder darüber hinaus? Zum Beispiel der Nürburgring oder Hockenheimring, der Sepang International Circuit oder auch zum Beispiel die Strecke in Südkorea, also Yeongam und so weiter und so weiter. Von mir aus auch als DLC, ich zahle auch dafür, aber ich will auch mal auf anderen Strecken fahren, nicht immer auf denselben. Ich möchte die Oldschool Tracks mit den neuen Boliden auf jeden Fall fahren und ich denke mal, ihr
wollt das Ganze auch. Vorschlag Nummer 25. Startübungen nach dem freien Training bzw. am Ausgang der Boxengasse. Das ist übrigens nur für Karriere bestimmt, denn nach jedem freien Training möchte ich mich auf die Startziellinie bewegen und einen Probestart machen. Und am Ausgang der Boxengasse, wenn man in die Formation Lab reinfährt, die übrigens in den Games auch fehlt und die ich mir ehrlich gesagt auch hinzuwünsche, aber so ein Start und sowas, du hast quasi in der Karriere nur eine einzige Möglichkeit. So, liebe Freunde, wir haben Halbzeit erreicht. Wenn euch das Video hier gefällt, beziehungsweise wenn euch die ganzen anderen Videos gefallen, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen und ja, aktiviert auch die Glocke, damit ihr über alles Mögliche Bescheid wisst. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter. Vorschlag Nummer 26. Start aus der Boxengasse in ein Rennen. Ihr kennt das sicher. Ihr habt in der Quali massiv verkackt, ihr habt eine Kurve zu schnell genommen und dann hat eben, naja, die Barriere den Kampf gegen euer Auto gewonnen und ihr habt quasi alles Schrott. Im Real Life ist es doch auch so. Wenn du ein Auto zerlegst, musst du aus der Boxengasse starten. Bestes Beispiel war Nicolas Latifi beim Niederlande Grand Prix in Zandvoort. Er hat sein Auto in der Qualifikation weggeschmissen und naja, der musste aus der Boxengasse starten. Vorschlag Nummer 27. Im Paddock herumgehen, in die Hospitality, zu den Stewards. Ja, ich weiß, ist eine Menge Fantasie mit bei, aber es war so eine Idee, die ich hatte. Was haltet ihr davon? So Open-World-mäßig die F1? Hm, ja, nein, vielleicht. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Vorschlag Nummer 28. Trackwalk. Ich weiß, viele von euch werden sagen, ja, Mike, ist genauso wie Paddock herumgehen, ist viel Fantasie von dir. Ja, ich weiß. Aber überleg mal, wir haben mit Miami nächstes Jahr eine neue Strecke. Und da wäre es natürlich ziemlich gut, wenn man zumindest ja, herübergehen kann. Oder das Spiel stellt mal einen kurz die Rennstrecke vor. Nicht so wie sonst auch, dass die Strecke hier so gezeichnet wird und dann DRS-Zone 1, 2, 3 und sowas. Ich finde einfach, man sollte die Strecken zeigen und dann sagen, hier Kurve 1, da aufpassen, Kurve 3, da aufpassen, Kurve 5, da sollte man auf jeden Fall, da sollte man nicht zu weit kommen und so weiter und so weiter. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Vorschlag Nummer 29, Pressekonferenzen am Donnerstag. Natürlich auch Karriere. Wenn du zum Beispiel jetzt zu einem neuen Grand Prix kommst, startest du direkt mit dem Training. Und die Pressekonferenzen, ich meine, die Presse hat wahnsinnig viele Fragen. Wieso stellen wir uns denn nicht? Codemasters, könnt ihr sowas einbauen? Das wäre echt cool. Vorschlag Nummer 30. Fahrzeugdesigns mitentscheiden, wie zum Beispiel Frontflügel, Unterboden, Airbox, Anstellwinkel und so weiter und so weiter. Zum Beispiel der Alfa Romeo Frontflügel sieht doch sehr spektakulär aus. Oder die Airbox von Alpine sieht ziemlich in Anführungszeichen dick aus. Oder der Anstellwinkel von Red Bull. Sehr, sehr hoch, was die Hinterachse angeht. Da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass man da mitentscheiden könnte. Oder man hat irgendwie, ich weiß auch nicht, 6 Fenster. Alle zeigen irgendwie, ja, Frontflügel so viel. Oder zum Beispiel Airbox breit, schmal, Anstellwinkel so, so oder so. Das wäre ziemlich cool, dass man das auswählen kann und das Ganze irgendwie auch mit Kosten und sowas gebündelt ist. Vorschlag Nummer 31, Sprintrennen. Ich weiß, die einen mögen sie, die anderen mögen sie nicht, aber sie gehören ja eigentlich zum Real Life dazu. Von daher habe ich mir gedacht, die könnte man eigentlich auch mit in das Spiel mit aufnehmen, auch wenn es quasi, sagen wir mal, optional ist. Man könnte dann natürlich auch auswählen, möchtest du das dritte freie Training fahren oder möchtest du Sprintrennen fahren? Weil in der Saison 2021 hatten wir 3 Sprintrennen und in der kommenden Saison haben wir mindestens 6 Sprintrennen und in meinen Augen gehört sowas einfach dazu. Vorschlag Nummer 32, Bremsplatten. Ich finde einfach, dass so etwas auch mit dazu gehört, weil wie oft verbremsen wir uns? Ziemlich häufig. Ich sogar ziemlich viel. Aber ehrlich gesagt, ja, darüber könnte man auch wirklich mal nachdenken. Auch wenn es nur optisch ist und sowas. Vielleicht können wir ja sogar noch einen Schritt weiter gehen. Was haltet ihr davon? Bremsplatten? Ja, nein? Vorschlag Nummer 33, manuell zur Box oder zur Startausstellung fahren. Ist mehr so eine Art Fantasie, aber naja. Einige haben sich das gewünscht und ich dachte mir so, ja, das könnte man eigentlich hiermit in die Liste aufnehmen. Vorschlag Nummer 34, eine Ehrenrunde zu fahren. Ich könnte mir das Ganze so vorstellen, dass man das möglicherweise so einbauen könnte, dass es irgendwie mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung eingebaut wird. Das heißt, du kannst vernünftig fahren, natürlich nicht wie ein Wahnsinniger über die Strecke, sondern nach dem Motto, wuhu, ich habe jetzt gewonnen, ich fahre jetzt mit 300 hier nochmal lang. Vorschlag Nummer 35, Strategien des Teamkollegen bestimmen. Gerade im Bereich der Karriere und wenn es um die Weltmeisterschaft geht, klar, warum nicht? Und Vorschlag Nummer 36 ist fast dasselbe, nämlich die Teamorder. Dann könnte Jeff zum Beispiel sagen, ne, ja, hier, dein Teamkollege wurde informiert. Naja, Teamorder gibt es in der Formel 1 auch im Real Life. Und ja, warum eigentlich nicht in F1 22 und darüber hinaus? Warum nicht? Vorschlag Nummer 37. Eigene Lackierung mittels Editor erstellen. In F1 2020 und F1 2021 haben wir die Gelegenheit, unsere Autos so zu lackieren, wie wir sie gerne haben möchten. Aber es sind ehrlich gesagt nur solche Vorlagen und da wünsche ich mir wirklich, dass man das Ganze so gestalten könnte,
wie ich es ganz gerne in meinem Kopf hätte. Also wirklich mein eigenes Muster und dann da drauf. Vorschlag Nummer 38. Reifen vor der Box wechseln, vorteilhaft in Qualifikation und Training. Was glaubt ihr, wie viel Zeit das sparen wird? Als Beispiel, du fährst in Q3 raus. Du hast noch sehr viel Zeit. Was ist? Du haust den fetten Flatspot rein, als Beispiel. Oder du hast gecuttet und fährst ganz schnell wieder rein. Was macht die Boxencrew? Richtig, schiebt dich zurück in die Garage und du denkst dir nur so, Alter, geht das nicht ein bisschen schneller? Könnt ihr mir nicht neue Pushen draufhauen und fertig? Oder auch im Training. Das würde so viel Zeit sparen. Vorschlag Nummer 39, rote Flagge. Ich weiß, viele von euch werden sagen, Mike, wozu? Ja, in F1 2014 war es doch auch da und das hat auch wunderbar funktioniert. Wenn es eine Massenkarambolage gibt, dann ist eine rote Flagge wirklich da. Ich finde, eine rote Flagge gehört auf jeden Fall damit rein. Vorschlag Nummer 40, eigene Motoren entwickeln und an Kundenteams verkaufen. Das wäre wohl ziemlich geil, so ein bisschen Mercedes-like. Sie bauen ihre eigenen Motoren, sie haben ihr eigenes Team und sie verkaufen das, ehrlich gesagt, an Kundenteams weiter. Also die Motoren. Also, warum? Ja, das wäre doch mal eine ziemlich coole Idee. Vorschlag Nummer 41. Minimap mit farbigen Sektoren ausstatten und nummerierten Kurven. Das würde so viel Zeit und auf jeden Fall Nerven sparen, weil man ist sich ja zum Beispiel in Österreich nicht einig, ist diese besagte Kurve 2 auch wirklich Kurve 2? Da gibt es ja so ein bisschen Streit, sage ich jetzt mal. Die einen sehen es als Kurve an, die anderen sehen es nicht als Kurve an, aber ja. Das könnte man machen. Vorschlag Nummer 42. Mehr Programme im Training. Also mittlerweile habe ich so das Gefühl, wenn ich mich nicht verzählt habe, es sind nur 5 Hauptprogramme. Runden wir doch einfach auf 10, wenn das irgendwie geht. Oder auf 7 zumindest. Weil ich habe so das Gefühl, dass ich immer quasi jeden zweiten Grand Prix ein und dasselbe mache. Vorschlag Nummer 43. Überrundete Fahrzeuge dürfen sich hinter dem Safety Car zurückrunden. Oh, wie geil wäre das denn bitte? Das wäre ziemlich cool, wenn dieses Feature mit dabei wäre. Weil ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich so ein Feature vermisse. Ich habe es immer wieder gehabt. Ich meine, ich war nicht in der Position, dass ich als Überrundeter mich zurückrunden durfte. Aber ich rede hier zum Beispiel von anderen Kollegen, die eine andere Pace haben und nicht ganz mithalten können. Vorschlag Nummer 44. 10%, 35% und 75% Renndistanz. 10% gab es in, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, F1 2010 oder 11 oder sowas, glaube ich. Und 35% fahren die E-Sportler, wieso dürfen wir das nicht? Und 75% wäre für diejenigen auch ziemlich cool, die sagen, naja, 50% ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, aber 100% will ich wiederum auch nicht fahren. Da könnte man einen gesunden Mittelweg finden und sagen, machen wir 75%. Vorschlag Nummer 45, Crossplay. Man muss sagen, das ist nicht Codemasters Schuld. Da muss sich Codemasters jetzt in Schutz nehmen, das ist nicht deren Schuld. Es ist eher Sony schuld, die wollen das Ganze nicht und was Microsoft angeht, glaube ich, dass die es auch nicht wollen. Ob sich das in Zukunft ändert oder ob sich das in Zukunft nicht ändert, kann ich nicht sagen, aber ich würde es ehrlich gesagt ziemlich cool finden, denn wenn zum Beispiel ein Spiel wie Rocket League sowas hat, dann könnte man bei, naja, bei F1 vielleicht so eine Art Probelauf oder sowas ähnliches mal machen. Das wäre doch auch gar nicht mal schlecht. Vorschlag Nummer 46. Bei starkem Regen start hinter dem Safety Car. Es sind zu starke Bedingungen und du startest einfach als Führender hinter dem Safety Car von Bernd Mailänder. Vorschlag Nummer 47. Eigenen Jubel in Parc Fermé. Ihr kennt das ja. Ihr habt das Rennen gewonnen, ihr fahrt ins Parc Fermé, steigt aus dem Auto aus, zeigt mir den Finger nach oben. Und ja, das war's. Während wir auf dem Podium unsere eigenen Jubel sozusagen, ja, freischalten können, wäre es auch gar nicht mal schlecht, wenn man das Ganze auch im Parc Fermé machen könnte. Irgendwie zum Beispiel Hamilton, wenn er mit dem Baseballschläger irgendwie, ne, was weghaut. Vorschlag Nummer 48, Abtrocknen der Strecke. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. MXL Liga Rennen Kanada. Haarnadelkurve extrem nass. Du fährst 500 Meter weiter. Es sind keine wirklich trockenen Bedingungen und was ist? Die Startzielgeraden, die ich mit Inters durchfahre, ist komplett trocken. Innerhalb von 500 Metern und die Sonne ballert nicht mal. Und da stelle ich mir die Frage, muss das sein? Das könnte man aber auch wirklich mal hart überarbeiten. Ihr wollt mir doch nicht allen Ernstes erzählen, liebes Codemasters-Team, dass eine Strecke innerhalb von wenigen Sekunden in 500 Metern Entfernung so hart abtrocknet, dass meine Intermediates so hart verschleißen, dass ich nicht mehr wirklich weiterfahren kann und pitten muss. Vorschlag Nummer 49. Unterschiedliche Wetterlagen in Sektoren. Das ist ein ziemlich cooles Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, ihr habt hier eure Rennstrecke. Ganz normal. So. Und es kann ja nicht sein, dass es auf einmal so ein Schauer gibt und das die gesamte Strecke trifft. Wie wäre es zum Beispiel, wenn die Wolken mit Regen von unten kommen und dann erst den einen Sektor treffen, den zweiten und dann den dritten? Das wäre cool. Dann könnte man auch punkten. Ja, übrigens, in Turn 8 gibt es mittlerweile die ersten Regentropfen. Ja, hier in Turn 13 auch. Und last but not least, der 50. und auch letzte Vorschlag. Spieler gibt in der Box auf,
verlässt die Lobby und die KI fährt trotzdem weiter. Ihr glaubt gar nicht, wie unglaublich nervig das ist. Nehmen wir jetzt mal an, ihr habt euren Flügel beschädigt. Euer gesamtes 100% Rennen oder 50% Rennen ist für die Tonne. Ihr denkt euch, ja, weißt du was, ich schwenke die weiße Flagge. Ich fahre in die Box, ich gebe auf, ich verlasse die Lobby. Und was macht die KI? Oh, ich muss noch weiterfahren. Das versaut einem mittlerweile auch so ein bisschen den Spielspaß. Diese KI steht einfach nur unnötig im Weg herum und ja, könnte sogar auch so ein bisschen rennentscheidend sein. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet oder ob euch das schon sehr oft passiert ist. Also ich habe schon ein paar Mal erlebt und das geht mir wirklich auf die Nerven. So, liebe Leute, das soll es jetzt endgültig gewesen sein. Dankeschön für alle, die bis hierhin geguckt haben. Wie ich schon gesagt habe, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem gesamten Video rein. Wo sagt ihr, ja Mike, das ist ziemlich cool, das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir können gerne in den Kommentaren diskutieren, gar kein Problem. Ich freue mich sogar schon drauf. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.